Was sollten wir vor allem? Da stand doch, dass wir irgendwie Sinnesschärfen nutzen sollen. Hier. Oh, das ist also Sinnesschärfen. Das sieht ja cool aus. Ich komme jetzt aber nicht die Mondscheinwiese hoch, weil ich blöd bin. Aber das ist echt cool. Dieser Effekt. Habe ich da gerade einen gesehen? Ja. Hier sollen wir also erstmal hin und suchen mehr Mondscheinfalter. Da ist noch eine, oder? Das ist so eine ganz eigenartige Ansicht, ey. Aber Hauptsache, wir finden die Falter. Wie viel hiervon ist überhaupt Mondscheinwiese? Oh, da ist ja nochmal ein Falter. Vielleicht finden wir die auch ohne Sinnesschärfen. Warte, da war doch gerade nochmal was. Achso, das war die Malfassblüte. Da ist ja noch einer, den habe ich doch gesehen. Aha. Vier Stück haben wir schon mal. Da ist noch einer. Die findet man doch eigentlich ganz gut. Und das sag ich, die sonst gar nichts kann. Den Panther da eben werden wir mal kurz erledigen. So, damit er uns nicht stört. Können wir auch noch direkt looten natürlich. Dann gucken wir mal noch nach weiteren Mondscheinfaltern. Da sind noch zwei sogar. Cool. Hat das jetzt auch direkt als zwei gezählt oder nicht? Ja. Also wir können noch mehr fangen, um uns vielleicht noch ein bisschen gut zu stellen mit ihm. Gucken wir also, ob wir noch ein paar mehr finden. Aha. Da ist noch einer. Und da ist auch noch eine. Hier sind überall welche. Ich mach mal das weg. Das ist also auch noch die Mondscheinwiese, wie es scheint. Das sind auch noch zwei. Wie viele wir schon haben. Ich wollte eigentlich nur gucken, was da bei diesem Fleck ist, aber scheinbar nichts. Und ich wollte eigentlich auch nur die Eisplanke da hinten, die ich da aufblitzen habe, sehen. Oh, ein Tiger. Wie schön. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Schmetterling Nummer 15 zu finden, wird, glaube ich, am schlimmsten, weil es der letzte ist, den man hier noch finden kann. Ich glaube, es wird dann wahrscheinlich auch nur genau 15 in dem Gebiet geben. Da ist er, der 15. So, jetzt können wir zu Rhenius zurückgehen. Ah, da bist du ja. Und, hast du schon genügend gefunden? Oder willst du noch weitersuchen?
Mehr werde ich vermutlich nicht finden. Ich hoffe, die reichen. Ja, das ist großartig. Danke dir, wirklich. Ohne dich hätte ich niemals so viele gefunden. Das hat doch wirklich Spaß gemacht, oder? Ja, total. Nicht, dass ich das normalerweise tue, aber in jedem Fall interessant. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Ich werde die Gläser schnell heimbringen. Komm nachher wieder. Okay. Okay, wo müssen wir denn jetzt hingehen? Also nicht zu seinem Haus, scheinbar. Er sitzt hier, an der Kante. Hey, schön dich zu sehen. Bist du bereit für den letzten Wunsch? Ich denke, er wird dir sehr gefallen. Zumindest hoffe ich's. Ich bin bereit. Was ist der letzte Wunsch? Das werde ich dir gleich erzählen. Aber erst will ich dir etwas zeigen. Eine kleine Überraschung. Ich habe sie hinten in die Höhle beim Weiher getan. Geh du vor. Die Höhle beim Weiher? Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Okay, Junge, mach das. Er heißt ja tatsächlich Junge. Die Höhle beim Weiher. Gucken wir mal, ob die hier oben irgendwo ist. Ach, da geht's lang. Jetzt check ich's. Okay, da müssen wir also hin. Verstanden. Das Kind wird hier bestimmt auch. Wird hier bestimmt auch noch mit hinkommen. Wir müssen also die Ruine hoch hier. Cool. Die sieht auf jeden Fall schick aus. Dann müssen wir quasi hier den Weg hoch, oder? Ja. Cool. Dann einmal rein. Können wir nicht ansprechen? Nee, wir sollen einfach weiterlaufen. Wie toll stimmt. Hier drinnen, oder? Schau dich ruhig um. Ich habe hier schon ganz viele Sachen gefunden. Okay. Schön, dass du hier ganz viele Sachen findest. Warum ist so ein Kind hier drin? Das ist nicht gut. Da ist irgendein Gemälde. Gegner sind hier scheinbar keine mehr. Doch, ich höre hier was. Nicht? Okay, dann gehen wir doch mal zu dem Bild dort oben. Und? Linus? Linus? So. Tada! Das ist die Überraschung, die ich dir versprochen habe. Erkennst du es? Das sind wir, hier am Strand in Silberhain. Da, wo wir die Sternlingskugel getestet haben. Oh. Und was... Was sagst du? Gefällt es dir? Ja, kann ich das zu Hause aufhängen? Es ist wirklich sehr schön, Renius. Danke. Ja, ich hatte gedacht, dass es dir gefallen würde. Aber ich war mir nicht sicher. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Das ist voll schön, das Bild. Darf ich dir jetzt meinen letzten Wunsch sagen? Wenn du mir den erfüllst, dann gebe ich dir den Stein, wie wir es abgemacht haben, ja? Darfst du? Was ist dein letzter Wunsch? Ich... Oh, verflucht, das ist so schwer. Oh nein. Mein letzter Wunsch ist das, dass du bei uns bleibst. Wie bitte? Ich wünsche mir, dass du bleibst. Und Teil unserer Familie wirst. Du könntest sicherlich bei uns einziehen. Wir haben noch mehr als ein Zimmer frei. Und dann könnten wir jeden Tag zusammen spielen. Und abends würden wir dann mit Papa was Schönes essen. So als wären wir Geschwister. Das wäre doch so schön, oder? Bitte sag, dass es schön wäre. Rineus, ich kann nicht. Selbst wenn ich wollte. Aber warum? Ich verstehe das einfach nicht.
Hier ist es doch so viel schöner als sonst wo. Niemand hat hier Hunger, niemand ist hier jemals krank und es gibt nie Regen oder Wolken. Was gibt es denn in dieser doofen Stadt, zu dem du unbedingt zurück musst? Die Welt da draußen, die ist doch so grausam, so kalt. Da draußen? Was redest du da? Oder bin ich es? Ich bin es doch, oder? Ich bin ein schlechter Bruder und meine Spiele waren alle dumm und langweilig. Aber ich werde mich bessern, ich schwöre es. Ich will nur nicht, dass du wieder gehst. Bitte nicht, bitte. Okay, wir bilden uns das alles ein. Ohne dich bin ich so alleine und ich will nicht mehr alleine sein. Bitte, bleib. Beruhige dich, wie kommst du denn darauf, dass du alleine bist? Das ist doch nicht wahr. Doch, das bin ich. Es gibt da was ich dir sagen muss. Aber ich habe so viel Angst davor, es dir zu erzählen. Du wirst mich dann hassen, so wie all die anderen. Rineus, ich werde dich nicht hassen. Wieso denkst du das? Was willst du mir sagen? Es ist so schwer zu erklären. Ich wollte nie, dass sie hier gefangen sind. Das musst du mir glauben. Aber es war der einzige Weg zu machen, dass sie mich lieben. Verstehst du? Sie waren früher immer so gemein zu mir, weißt du. Obwohl ich ihnen nie etwas getan habe. Immer wenn Papa mich auf die Straße mitgenommen hat, haben sie mir Sachen hinterhergerufen. Missgeburt, Dämon und sowas. Nur Papa hat mich geliebt und gepflegt, obwohl ich so krank war. Verstehst du? All die Leute haben mich gehasst. Und das nur, weil ich diese Boppel im Gesicht hatte und mein linkes Bein wie ein Klumpen war. Aber dafür konnte ich doch nichts. Ich wollte nie so aussehen. Aber ich verstehe das nicht. Du wurdest doch geheilt. Du bist gesund. Also ich verstehe es schon, aber mein Charakter nicht. Deswegen. Nein, bin ich nicht. Ich muss es dir erzählen, sonst verstehst du nicht. Das Ganze hier, es hat alles angefangen, als die alte Frau gestorben ist. Alte Frau? Ja, sie ist eines Tages einfach umgefallen und war tot, gleich vor unserem Haus. Ihr Herz hat einfach aufgehört zu schlagen, hat Papa gesagt. Aber die anderen haben gesagt, dass es alles meine Schuld war. Dass ich die alte Frau mit Wildmagie umgebracht hätte, weil ich ein wegeloser Dämon bin und sie alle töten wolle. Aber das wollte ich doch nie. Ich wollte niemals jemandem wehtun oder jemanden töten. Das haben sie nur gesagt, weil sie mich gehasst haben. Ich sag erstmal nichts und lass ihn weiterreden. Tut mir leid. Ich sollte nicht so viel weinen. 2 Tage nachdem das passiert ist, sind sie dann gekommen. Es war schon dunkel und Papa und ich haben schon geschlafen. Und plötzlich waren sie in meinem Zimmer und haben mich aus dem Bett ziehen wollen. Ich habe geschrien und geweint und dann ist Papa reingekommen und hat auch angefangen zu schreien und einen von den Männern ins Gesicht gehauen. Und dann hat die Frau vom Händler ein Messer aus der Tasche gezogen und... Sie hat deinen Vater getötet? Ja. Ich glaube nicht, dass sie gewusst hat, was sie tat. Aber sie hat ihm das Messer in den Bauch gestochen, immer und immer wieder. So, dass überall Blut hingespritzt hat. Dann haben sie alle angefangen, wieder zu schreien und sich so komisch angeschaut und sind weggerannt. Verstehst du? Sie sind einfach weggerannt. Sie haben mich und Papa da einfach liegen lassen und ich konnte nichts machen, weil ich nicht mal laufen konnte mit meinem Bein. Ich hatte solche Angst, Schwester. Solche Angst. Und dann hat der Stein begonnen, mit ihm zu sprechen, hat er gerade noch gesagt. Der Stein? Also hattest du ihn bei dir? Ja. Siehst du die Kette? Da ist der Stein drin. Papa hat gesagt, die hatte ich schon um, als er mich gefunden hat. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt habe, aber ich hatte Angst, wenn ich dir sage, wo der Stein ist, würdest du ihn einfach nehmen und gehen. Und was hat der Stein dir gesagt, als er mit dir gesprochen hat? Er hat gesagt, dass er machen kann, dass alles besser wird. Dass ich machen könnte, dass Papa nicht stirbt und dass alle meine Wünsche Wahrheit werden würden, wenn ich es nur genug will.
Ich könnte machen, dass ich laufen kann, so wie die anderen. Und dass mich alle anderen lieb haben, so als wenn ich normal wäre. Und dann? Was wohl? Ich hab ja gesagt. Dann ist plötzlich alles schwarz geworden und es hat in meinem Bauch gekitzelt. Als ich dann die Augen wieder aufgemacht habe, war alles ganz anders. Es war wieder Tag und mein Zimmer war schön und hell und überall waren Spielzeuge. Und auch Papa hat nicht mehr geblutet, sondern über mir gestanden und mich angelächelt. Er hat dann gesagt, dass ich schlecht geträumt habe und in den Spiegel gucken soll. Und als ich das gemacht habe, habe ich gesehen, dass ich tatsächlich normal aussah. Wie die anderen Kinder. Normal. Aber was hat das zu bedeuten? Ist das hier denn eine, was, eine Illusion? Ist das nicht echt? Warum fragst du das ein Kind? Nein. Und ja, es ist die normale Welt, aber anders. Sie ist so, wie ich will, dass sie ist. Wie du sie dir wünschst. Ja. Ich glaube, dass der Stein machen kann, dass alle Menschen um mich die Welt so sehen, wie ich will, dass sie sie sehen. Und dass sie das tun, was ich mir wünsche, noch bevor ich es selbst weiß. Und am Anfang war ich so glücklich, weißt du. Alles war so schön. Es gab jeden Abend Dattelplätzchen und jeder hat mich geliebt. Sogar die anderen Kinder wollten jetzt alle mit mir spielen, weil ich ja normal war und die Boppel nicht mehr hatte. Es war so schön. Und jetzt? Ist es nicht mehr schön? Nein, weil ich gemerkt habe, dass jeder immer nur das tut, was ich will. Wenn ich mit Gaius Fang spiele, dann ist das eigentlich nicht er, sondern ich, verstehst du? Er ist wie eine Puppe. Und jeder, der zu uns ins Dorf kommt, wird so, ohne dass ich was dagegen tun kann. Nur du nicht. Du bist anders, das habe ich gespürt, als Gummack dich durchs Tor gelassen hat. Du siehst zwar alles so wie die anderen, aber du tust das, was du willst und nicht das, was ich will. Wie erklärst du dir das, dass der Stein nicht seine volle Macht über mich hat? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich dich anschaue, dann ist das so, als ob du nicht da wärst. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist so. Okay. Wenn du dich alleine fühlst, kannst du dem Stein nicht sagen, dass er diese Welt einfach auflösen soll? Nein. Nein, das kann ich nicht. Und das werde ich nicht. Der Stein hat mir mal gesagt, was dann passiert. Alle werden sterben, weil sie so lange nichts Echtes mehr gegessen und getrunken haben. Nur ich, meine Gedanken machen, dass hier jeder so gesund ist. Verstehst du? Und selbst wenn es anders wäre, ich will nicht zurück daraus. Nie wieder. Alle hassen mich da, weil ich so schlimm aussehe. Alle. Das ist es ja auch, warum du hier bleiben musst. Zu zweit könnten wir es hier so schön haben. Und ich wäre endlich nicht mehr alleine. Bitte, ich flehe dich an. Das ist mein dritter Wunsch und du hast mir versprochen, dass du sie mir alle drei erfüllst. Du hast es mir versprochen. Ach Gott. Das ist so schrecklich. Der arme Junge. Reneus, ich kann nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Nein, gibt es nicht. Wir alle würden sterben, wenn ich die Welt kaputt mache. Auch du und ich. Das hat der Stein mir gesagt. Du musst bleiben. Aber ich kann nicht bleiben, Reneus. Es muss doch irgendeinen Weg für uns beide geben, hier rauszukommen. Warum glaubst du mir denn nicht? Der Stein hat gesagt, dass es nicht geht. Und selbst wenn, dann würde ich es nicht tun. Und weißt du auch warum? Weil du mich da draußen alleine lassen würdest, wie die anderen auch. Du würdest mein Gesicht sehen, die Boppel, mein Bein. Und dann würdest du auf mich spucken und weglaufen. Ich weiß es einfach. So ist es immer gewesen da draußen, immer. Und ich kann das nicht mehr ertragen, verstehst du? Ich kann es einfach nicht mehr. Reneus, das ist nicht wahr, egal wie du aussiehst. Ich würde dich deshalb doch nicht hassen. Kann ich den bitte zu mir mit aufnehmen und dann wohnt er in meiner kleinen Winterresidenz und dann sind wir alle glücklich. Ich weiß nicht, wie diese Quest ausgehen wird, aber das wäre jetzt mein Ende, was ich gern hätte. Die anderen können gern alle sterben, vor allem Fatih. Aber kann er mitkommen?